Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, Aluminium, alles Mögliche, dann vielleicht noch das Kupfer. Der ist ja ein Wahnsinn, was da an Rohstoffen gebraucht wird. Natürlich unter den schlimmsten Bedingungen abgebaut werden, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Eine riesige Betrugsmasche, die da läuft. Wenn man zum Beispiel E-Fuels verwenden würde, die vergessen natürlich völlig dabei, dass das wahre rohstofffressende Monster. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil oder zu dieser zweiten Ausgabe von Julians Wort zum Freitag. Nenne ich jetzt einfach mal so eine kleine Serie, die ich mal angefangen habe in der letzten Woche, weil ich mir dachte, ich möchte gern mal immer einmal in der Woche so einen kleinen Kommentar abgeben, einen kleinen Meinungsbericht abgeben zu einem bestimmten Thema, was in dieser Woche für mich besonders wichtig war im Bereich der Elektromobilität. Und in dieser Woche waren sicherlich wichtig die aktuellen Zulassungszahlen, aber auch die Bestandszahlen, die das Kraftfahrtbundesamt rausgegeben hat. Wir sind bei deutlich über 500.000 Elektrofahrzeugen auf deutschen Straßen. Da sind natürlich auch die Plug-in-Hybriden mit eingerechnet. Aber was für mich viel spannender und viel interessanter in dieser Woche war, ist eine Studie, die rausgegeben wurde von T&E, das ist Transport and Environment. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich in Europa ja für den Übergang des Transportes, des gesamten Mobilitätswesens hin zu nachhaltiger Mobilität einsetzt. T&E bringt eine ganze Menge Studien raus. Die sind alle immer sehr gut bearbeitet, fundiert, gut recherchiert, gut zusammengefasst, leider in Englisch und auch nur in englischer Sprache. Und die letzte Studie, die jetzt vor wenigen Tagen in dieser Woche rausgekommen ist, die ist so ein bisschen irgendwie untergegangen zwischen vielen anderen spannenden Nachrichten. Aber ich finde, diese Studie, die hat es schon in sich und die hat ein paar Informationen in sich, die man sich durchaus mal genauer angucken sollte. Und zwar geht es hier ganz speziell um das Thema Rohstoffe. Und dieses Thema Rohstoffe, das ist ja ein Thema, das sicherlich ihr alle und ich auch schon mehrfach mit allen möglichen Leuten durchdiskutieren habt müssen. Nämlich wenn uns Elektroautofahrern vorgeworfen wird, ja, die ganzen Rohstoffe, die bei euch in die Batterien reinkommen, dieser ganze riesige Rohstoffbedarf, der ist ja immens. Der ist ja ein Wahnsinn, was da an Rohstoffen gebraucht wird. Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, Aluminium, alles Mögliche. Dann vielleicht noch das Kupfer, was für den Elektromotor gebraucht wird. Riesenmengen an Rohstoffen, die verwendet werden und die, ihr wisst es alle, natürlich unter den schlimmsten Bedingungen abgebaut werden, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Auch der Energiebedarf, um all diese Rohstoffe zu transportieren und zu verarbeiten, ist so gigantisch, dass sich ein Elektroauto überhaupt niemals rechnen wird. Das funktioniert alles vorn und hinten nicht. Eine riesige Betrugsmasche, die da läuft, funktioniert alles nicht. Also solche Diskussionen, die kennt ihr alle, die kenne ich natürlich auch und die kennen wir aus unzähligen Kommentaren, die wir hier zu unseren Videos bekommen. Und diese Studie von T&E geht da ein bisschen darauf ein, wie es denn wirklich ist, wie denn wirklich der Rohstoffbedarf ist. Denn all die Kritiker an der Elektromobilität, die dieses Thema Rohstoffe sozusagen anführen, die vergessen natürlich völlig dabei, dass das wahre rohstofffressende Monster das Auto mit einem Verbrennungsmotor ist. Natürlich brauchst du zur Herstellung eines Autos mit Verbrennungsmotor weniger Rohstoffe als für ein Elektroauto, ganz einfach, weil halt diese Rohstoffe zum größten Teil für die Herstellung von einem Verbrennungsmotor nicht benötigt werden und dadurch insgesamt weniger Rohstoffe eingesetzt werden. Was jetzt nicht heißen soll, dass zur Herstellung eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor nicht etwa auch seltene Rohstoffe, seltene Erden, komplizierte Dinge dort eingesetzt werden müssen. Die wenigsten Hersteller geben bekannt, welche Rohstoffe genau in ihren Fahrzeugen eingesetzt werden. Versucht das doch mal rauszubekommen, dann werdet ihr niemals eine Antwort bekommen. Aber was natürlich dabei immer ganz gerne und sehr schnell vergessen wird, das ist der Treibstoff. Und genau darauf zielt nämlich diese Studie ab, nämlich mal anzugucken, wie sieht denn eigentlich der Vergleich aus zwischen dem Rohstoffeinsatz über den gesamten Lebenszyklus eines Elektroautos und eines Verbrenners. Und da ist das Ergebnis sehr, sehr eindeutig.
und dann komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Am Anfang geht diese Studie erstmal darauf ein, wie ist das überhaupt mit der Herstellung von Batterien? Können wir überhaupt genügend Batterien herstellen? Stehen genügend Fabriken zur Verfügung? Hier ist die Aussage klar und eindeutig ja. Und wir blenden mal eine Grafik hier dazu ein, die nämlich eindeutig zeigt, dass wir kurz davor sind, dass wir wirklich ausreichend Batteriezellen auch in Europa produzieren können, um einfach den Bedarf an Batteriezellen zu decken. Das ist eine sehr gute Aussage und die Grafik zeigt auch sehr deutlich, dass sogar wir in ein Überangebot an Batteriezellen in den nächsten Jahren kommen werden bis 2030, das wiederum zu fallenden Preisen führen wird. Die nächste gute Nachricht in dieser Studie ist, die Technik, die Forschung, die Entwicklung geht eindeutig dahin, dass die Anteile der bisher so kritisierten Rohstoffe, wie zum Beispiel Kobalt, Lithium, in den Batteriezellen, die hergestellt werden, deutlich, deutlich abnehmen werden. Also kobaltfreie Batterien, das ist ein Thema. Lithium, der Lithiumanteil kann verringert werden. Und auch in gewissen Grenzen kann auch der Nickelanteil verringert werden, obwohl Nickel in den Batterien einen höheren Stellenwert einnehmen wird, als es bisher der Fall war. Also hier sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich will auch nur mal an die LFP-Akkus erinnern, die Tesla ja zum Beispiel jetzt einsetzt. Auch wenn es da technisch das alles noch nicht so ganz einwandfrei funktioniert, das wird mit Sicherheit demnächst dann auch der Fall sein, sind das ja Batterien, die sehr langlebig sind und die ohne diese Rohstoffe entsprechend auskommen werden. Also auch hier braucht man sich eigentlich keine großartigen Gedanken zu machen. Das Angebot an Batteriezellen wird in den nächsten Jahren deutlich, deutlich zunehmen. Ich erinnere nur mal an so Projekte wie zum Beispiel auch BASF in Schwarzheide, die Kathodenmaterial herstellen werden. Und wenn diese Fabriken erstmal in Gang gekommen sind, dann werden wir einen, ja, ich will nicht sagen einen Überfluss, aber dann wird dieses Thema Mangel Batteriezellen dann verschwunden sein. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber ganz wichtig dabei ist natürlich auch, woher kommen denn dann eigentlich die Rohstoffe? Und das ist so ein Kernpunkt dieser These und eine Hauptquelle dieser Rohstoffe. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht. Das wird aus Recycling sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch bei vielen, die sich mit dieser Thematik nicht so genau auseinandergesetzt haben, dass die das gar nicht so genau auf dem Schirm haben. Nämlich, dass das Recycling der Batterien und das Wiederverwenden der Rohstoffe in diesen Batterien einen ganz erheblichen Stellenwert einnehmen wird für die Herstellung von Batteriezellen in der Zukunft. Das heißt, wir gehen hier tatsächlich in eine Kreislaufwirtschaft über und das ist eben etwas, was die Elektromobilität, Elektrofahrzeuge grundlegend und fundamental von Verbrennungsfahrzeugen unterscheiden wird. Auch wenn man zum Beispiel E-Fuels verwenden würde oder Wasserstoff verwenden würde, dann sprechen wir hier nicht über einen Kreislauf, sondern E-Fuels, die ich in einem Verbrennungsmotor zum Beispiel einsetze und dort im wahrsten Sinne des Wortes verbrenne, die habe ich mit viel, viel Aufwand und viel, viel Energiebedarf hergestellt. Die sind auch wahnsinnig teuer. Und was mache ich damit? Ich verbrenne sie ganz einfach und weg sind sie und sie müssen wieder neu hergestellt werden. Und all das ist im Elektroauto eben anders. Hier ist es eben so, dass die Materialien, die ich einbringe, zu weit, weit über 90% wiedergewonnen und weiterverwendet werden können. Das ist ein entscheidender Vorteil, wenn man sich damit beschäftigt, wie viel Rohstoffe werden eigentlich für welche Antriebsart wirklich verwendet. Das Recycling ist also ein ganz entscheidendes Thema und vor dem Recycling steht natürlich auch die möglichst lange Nutzung der hergestellten Batteriezellen zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz schön, dass ich heute mal wieder die Möglichkeit habe, hier mit dem ein Video für euch zu machen, hier aus dem Citroën C0, den ich ja im Moment fahre, ein 8,5 Jahre altes Elektroauto, inzwischen knapp 75.000 Kilometer runter. Wir sind ja fleißig mit dem Wagen unterwegs. Und was soll man sagen? Die Batteriezellen sind nicht mehr die allerneuesten, aber 130 Kilometer Reichweite im Winter zwischen 90, so gegen 90 Kilometer sind hier immer noch problemlos möglich. Es gibt also gar keinen Grund hier im Moment irgendwie dieses Auto zu verschrotten und alle, die der Meinung sind, beim Elektroauto müsste man eben alle 2 bis 3 Jahre neue Batterien einbauen, sonst sind die Dinger Schrott.
setzt euch hier neben mich, wenn ihr wollt, fahrt mit mir rum, guckt euch das an. Dieses Fahrzeug als Beispiel straft euch Lügen. Dieses Fahrzeug zeigt und viele, viele andere da draußen, die schon seit vielen, vielen hunderttausend Kilometern unterwegs sind und viele, viele Jahre auf dem Buckel haben, die strafen euch Lügen. Die zeigen nämlich, dass es eben nicht so ist, dass man die Batterien, die Technik, die in einem E-Auto drinsteckt, nicht mit Laptops oder Handys verwenden kann, wo die Akkus vielleicht dann wirklich nach 2-3 Jahren hinüber sind, weil sie dort eben falsch behandelt werden. Also die lange Nutzung von Batteriezellen zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Beitrag und danach, wenn es dann gar nicht mehr geht, eben das Recycling. Und das wird einen ganz entscheidenden Anteil haben. Und diese Studie, dazu zeigen wir jetzt auch nochmal eine Balkengrafik, die zeigt eben auch, welche Vorgaben in der EU bereits bestehen, Recycling-Materialien in der Neuherstellung von Batteriezellen einzusetzen. Und T&E geht noch ein kleines Schrittchen weiter und möchte gerne an der einen oder anderen Stelle, dass noch ein bisschen mehr Recycling durchgeführt wird, also die Quoten noch etwas erhöht werden. Und dann kommt man zu einer ganz, ganz starken Absenkung des Materialbedarfs. So, und wie sieht das denn nun dann im Endeffekt aus, wenn man sich das mal anguckt? Dann stellt man fest, ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, durchschnittliche Fahrleistung, wird im Laufe seines Lebens etwa 17.000 Liter Kraftstoff benötigen. 17.000 Liter, das ist eine irrsinnige Menge. Wenn man 17.000 Liter in diese klassischen Barrels abfüllt und diese Barrels übereinander stapelt, dann bekommt man einen Turm von ungefähr 70 bis 80 Metern Höhe. Laut Studie so viel Treibstoff wird einfach benötigt und das ist ein Rohstoff, denn Treibstoff, der fällt eben nicht vom Himmel. Benzin oder Diesel werden aus Rohöl hergestellt und Rohöl ist ein ganz klassischer Rohstoff. Wie der Name schon sagt, Rohöl, Rohstoff, der dann auch noch mit viel Energieaufwand verarbeitet werden muss, transportiert werden muss, bis er im Auto verbrannt werden kann. Ihr kennt alle diese Diskussion um die Vorkettenenergie. Aber einfach die Menge an Rohstoff, die muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das ist eine gigantische Menge. Das sind 17 Tonnen Rohstoff, die hier eingesetzt werden müssen, um mit einem Verbrennungsmotorfahrzeug ein Leben lang durch die Gegend zu fahren. Eine irrsinnige Menge. Wie sieht es beim Elektroauto aus? Wenn wir also, das muss man klar und deutlich sagen, wenn diese Recycling-Kreisläufe in Gang gesetzt sind, wir sind noch nicht da, so ehrlich muss man sein, aber das ist eben, das gehört nun mal zur Ehrlichkeit dazu und wir sind ehrlich, offen und transparent. Also wenn dieser Kreislauf erstmal in Gang ist, dann werden wir etwa für ein Elektroauto leben mit 30 Kilogramm neuen Rohstoffen pro Fahrzeug auskommen können. 30 Kilogramm im Gegensatz zu 17 Tonnen. Ich glaube, das zeigt sehr, sehr deutlich, welche enormen Vorteile die Elektromobilität hat und dass die Waren, ich habe es eingangs gesagt, die Waren, die wirklich die Rohstoffe im wahrsten Sinne des Wortes wegfressen, verbrennen, vernichten, in Energie, also in Wärme umwandeln und für immer und ewig in unsere Atmosphäre entlassen, das sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Das machen die sich häufig nicht bewusst. Das ist auch jetzt gar nicht böse gemeint, weil letztlich merkt und sieht man ja vom Kraftstoff auch nichts, den man da verbrennt, nicht? Also man sieht kein Bohrloch vor der Tür. Man sieht keine Tanklaster durch die Gegend fahren, vielleicht mal ganz selten. Man sieht auch nicht den Kraftstoff, wie er in den Tank gefüllt wird. Man hat da irgend so eine Pistole in der Hand. Und man fährt, man sieht den Kraftstoff nicht. Er verbrennt, er geht hinten aus dem Auspuff raus. Mehr oder weniger. Und man bekommt eigentlich von diesem Rohstoffverbrauch eigentlich überhaupt gar nichts mit. Klar, beim Elektroauto sieht man jetzt auch nicht ständig auf die Batterie und man sieht auch nicht den Strom, aber ich glaube, man hat im E-Auto vielleicht dann doch noch einen etwas anderen Bezug zur eingesetzten Energie und zu den anderen Rohstoffen. Mir zumindest geht das so. Deswegen finde ich es ja auch so faszinierend, mit diesem Fahrzeug hier im Moment durch die Gegend fahren zu können, dass eben, ich habe es vorhin auch schon angesagt, all die Lügen straft, die eben behaupten, man müsste die Batterie ständig erneuern und das wäre, man würde hier auf einem fahrenden Sondermülllager sitzen. Das ist so einfach definitiv nicht der Fall. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Diese Studie finde ich sehr, sehr positiv. Sie war für mich in dieser Woche die wichtigste und die interessanteste Veröffentlichung, so ein bisschen untergegangen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare dazu, wie ihr das seht. Seht ihr das genauso? Oder seid ihr eventuell der Meinung, auf unserer Welt gibt es so viel Rohöl, da braucht man sich über diesen Verbrauch überhaupt keine Sorgen zu machen. So, das soll es gewesen sein, in unter 15 Minuten diesmal. Das freut mich, euch nicht zu lange aufgehalten zu haben. Vielen Dank fürs Einschalten.
lasst doch einfach mal ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ein bisschen mehr von uns wissen wollt, wenn ihr ein paar mehr Informationen haben wollt, dann gebt uns ein Abo, würde ich mich sehr darüber freuen, oder liked einfach mal den Beitrag. Ich sage an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges, hoffentlich etwas wärmeres Wochenende, und dann sehen wir uns wahrscheinlich am nächsten Freitag, wenn es das nächste Mal heißt, Julians Wort zum Freitag. Bis dahin, ich sage tschüss. Ciao, ciao.